Servus Brothers, ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, machen wir mal ein kleines Let's Play von einem richtig, richtig alten Game. Das nennt sich Descent. Das wurde noch zu DOS-Zeiten programmiert und released. Falls ihr mit dem Begriff DOS nichts anfangen könnt, das war ein richtig, richtig altes Betriebssystem. Quasi alles spielt sich auf schwarzem Hintergrund ab mit weißen Buchstaben. Also man muss die Befehle eintippen per Hand und so steuert man quasi seinen ganzen PC. Also die ältere Generation weiß, wovon ich rede. Die Jüngeren werden das vielleicht nicht mehr kennen. Also es ist richtig hardcore. Keine Maus. Ne? Kompletten PC bedienen ohne Maus. Da gehört schon was dazu, halt eine ganze Reihe von Befehlen und so weiter. Aber durch ein paar kleine Tricks kann man so alte DOS-Games auf Windows 7 und auch auf XP und allen möglichen Betriebssystemen spielen. Natürlich nicht mit der Original-CD, da kann man das halt vergessen. Ich habe mir mal bei eBay, habe ich gedacht, wow, geil, das Zen ist richtig, ne? Da habe ich immer bei meinem Dad zugeguckt damals mit, ich weiß nicht wie alt ich war, vielleicht 9 oder 10 Jahre. Und da habe ich da fasziniert zugeschaut, wie er mit dem Joystick hier Descent gezockt hat. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe jetzt einen aktuellen PC, ich will es spielen. Und so wie immer gibt es im Internet eine Lösung, wie man so einen alten Kram auf aktuellen Systemen spielen kann. Und ja, ich habe mir gedacht, komm, machst du mal ein Let's Play. So, ich baller schon die ganze Zeit hier wild rum. Ich erzähle mal kurz was zu der Story. Es geht darum, wir sind hier gerade in so einem Raumgleiter, Raumschiff. Hier, das sind alles Bots, die uns die feindlich gesinnt sind. Die wollen uns fertig machen. Es gibt Schlüssel, es gibt Keys. Es gibt einen blauen Key, einen gelben und einen roten Key. So, da vorne, dieses Ding in der Mitte, was sich die ganze Zeit im Kreis bewegt, ist der rote Key. Den haben wir gerade aufgesammelt. Deswegen geht diese links unten im HUD geht diese rote Leuchte an. Das heißt, wir sind im Besitz des roten Keys. Mit Hilfe dieses Keys kommen wir auch in den roten Bereich des Levels. Gekennzeichnet mit einer roten Tür. Zu der werden wir jetzt gleich gehen. Und hinter dieser roten Tür ist der Endboss des Levels. Ja, vorher können wir hier noch die Hostages retten, die Gefangenen. Die kann man da schön aufsammeln, kriegt man extra Score. So, da vorne sehen wir schon die Tür, da können wir rein. Normalerweise würde die sich jetzt nicht öffnen lassen, hätten wir den Key nicht, aber den haben wir ja vorhin eingesammelt, also kein Problem. So, ein paar Bots fertig gemacht. Es gibt hinter der roten Tür, muss man sich halt erstmal ein bisschen durchkämpfen und irgendwo ist der Reaktor. Das ist das Ding da vorne, wo diese roten Plasmabälle schießt. Der Reaktor kann entweder statisch sein, so wie der hier, also der kann sich nicht bewegen, der kann einfach in alle Richtungen schießen. Oder aber in späteren Levels, wir sind ja jetzt gerade mal Level 1, ich glaube Level 7 ist der erste Boss, der frei rumschweben kann und sich unsichtbar machen kann und Torpedos abfeuert und so. Der ist dann auch richtig derbe. Aber hier, der hier, da kann man locker ausweichen und den kann man einfach platt schießen. Wenn er down ist, dann läuft ein Countdown ab. Damit gleich starten, wenn ich den ein paar Mal angeschossen habe. Und wenn der läuft, müssen wir in dieses Exit reinfliegen. Das ist quasi der Ausgang. Weil wenn der Countdown zu Ende ist, fliegt der ganze Planet in die Luft. Und ne, wir haben jetzt hier T-minus 40 Sekunden. Die Zeit läuft ab. Eigentlich ist es massig Zeit für die Tatsache, dass der Exit, also der Ausgang genau gegenüber vom Reaktor ist. Hat man alle Zeit der Welt da reinzufliegen und das Level zu beenden. Und später wird es natürlich so sein, dass der Exit nicht direkt am Reaktor ist. Das heißt, man muss vielleicht durch die halbe Map fliegen und wenn man Pech hat, schafft man es nicht. Und das wäre natürlich sehr bitter. Also, immer bevor man den Reaktor killt, schon mal schauen, wo ist der Exit, damit später, wenn der Countdown läuft, ich nicht erstmal ewig lang gucken muss. So, da sind wir schon bei Level Numero Duo. Das wird jetzt am Anfang ziemlich schnell gehen, so mit dem Leveln. Später werden wir für ein Level mehrere Folgen brauchen. So, dann ballern wir uns mal wieder durch. Es gibt mehrere Schwierigkeitsstufen. Wir sind jetzt so ziemlich mittelmäßig. Die Schwierigkeitsstufen unterscheiden sich eigentlich nur von der Schussgeschwindigkeit der Bots ab. Sonst gar nichts. Hier haben wir die Map. Erforschte Bereiche sind gekennzeichnet.
Bereiche, in denen wir noch nicht waren, sind halt schwarz. Man sieht nichts. Das sind die Gefangenen, die Hostages, die man retten kann. Diese grünen Punkte, die wir gerade gesehen haben. Und ja, eigentlich ziemlich selbsterklärend. Und die Map ist halt auch ziemlich hilfreich. Und man sieht auf den ersten Blick, wo war ich schon, wo war ich nicht. Da, wo die weißen Linien aufhören, beziehungsweise nichts mehr gezeichnet ist, in diesen Bereichen waren wir noch nicht. Das ist halt so eine kleine dreidimensionale Map. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Für dieses Zeitalter ist es schon ziemlich geil. Eine dreidimensionale Map. Ich meine, heute ist immer noch alles 2D. So, davon ist der blaue Key. Das heißt, wir kommen in den blauen Bereich. Bei Level 1 hatten wir keinen blauen Bereich. Da ging es direkt in die rote Tür zum Endreaktor. Und später wird es dann halt einen blauen Bereich geben, einen gelben und den roten halt, wo es dann zu Ende geht. So, schauen wir uns mal um. Es gibt Packs, um die Textur ein bisschen aufzubessern auf HD, aber ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Aber das wird einfach die, wie soll ich sagen, das wird das Game einfach verfälschen. Das sind einfach die Texturen, wie man das denn kennt, und das will ich eigentlich nicht kaputt machen mit irgendwelchen HD-Gedöns. Das können wir machen, wenn wir was Aktuelles spielen, aber wenn wir Descent spielen, dann wollen wir auch diese Textur hier haben. So, jetzt muss ich natürlich gucken, hier ist die rote Tür. Bringt uns nichts, weil wir den roten Key noch nicht haben, aber hier ist die blaue Tür, hier können wir rein. Wir sehen ja im HUD links, die oberste Leuchte ist an, die blaue Leuchte, das heißt, wir können hier rein. Oh, Danger. Boah, fuck. Wir haben das früher mit Joystick gespielt. Jetzt spiele ich ja nicht mit der Maus. Kann man sich schön alles einstellen, WASD-Steuerung, Maus. Eigentlich geht's. Natürlich kann man nicht diese schnellen Bewegungen wie bei Ego-Shootern erzeugen. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie in einer Millisekunde um 180 Grad drehen und es ist alles ein bisschen schwammig, ein bisschen langsamer. Früher auf dem Joystick war es ja noch schlimmer. Aber ich denke, okay, ich meine, das ist ein DOS-Game und für die Verhältnisse reicht's aus. Wir können gut hier mit unseren Feinden, man kann die noch gut bekämpfen und von daher, ich sehe da jetzt keine Probleme, dass die Verzögerung zu groß wäre. Oh, da vorne haben wir jetzt schon den roten Schlüssel gesehen. Der dreht sich da vorne, also der rote Key. Der wird natürlich gut verteidigt. Hier die grünen Bots sind ein bisschen hartnäckiger als die blauen. Wir haben eine etwas höhere Panzerung, gehen langsamer down. So, da ist der Key, da fliegen wir jetzt einfach rein. Man braucht keine Taste zu drücken, E oder irgend sowas für aufheben, man fliegt einfach rein. Man hat einen Schlüssel, wenn man Gefangene findet, einfach reinfliegen, man hat sie. Hier gibt es, ne? Das hat man damals nicht so berücksichtigt, dass es irgendwie man was aufheben muss. Man fliegt einfach rein, dann hat man es schon. So, roter Key, also wir können in den roten Bereich rein. Und ja, lasst uns den Reaktor fisten. Ah, hier ist das Exit. Hier müssen wir später, wenn der Reaktor eliminiert ist, müssen wir dann hier flüchten, bevor uns hier der Planet um die Ohren fliegt. Wie ihr seht, ist jetzt schon die Distanz des Exits schon etwas weiter vom Reaktor entfernt. Das heißt, es ist eh alles verwackelt, weil der ganze Planet bebt während diesem Countdown. Und mir ist das schon einige Male passiert, dass ich den Exit nicht finde. Und früher als Kind hatte ich dann richtig Panik. Oh fuck, fuck, wo ist der Exit? Wo ist der Exit? Das war richtig geil. Wobei, man kann sich eigentlich zu jeder Zeit Safe Games machen. Einfach mit Alt F12. Dann macht man die Safe Games. Mit Alt F13 lädt man jeden beliebigen Punkt. Also es gibt nicht vorgefertigte Punkte, die man laden kann oder sowas. Also von daher ganz locker. Das sind die Grünen, die haben schon ein bisschen höhere Intelligenz. Wie man jetzt gerade gesehen hat, weichen die Torpedos aus, ne? Weil die auch ziemlich langsam fliegen. Aber die hier, diese Verfolger, zu denen ich jetzt gerade gewechselt bin, von denen ich gerade 4 Schuss habe, die verfolgen die und dann bringt denen Ausweichen gar nichts. Ich bin gerade unsichtbar, ich habe gerade so ein Unsichtbarkeits-Dingens geholt. Sobald ich schieße, weiß der Reaktor wieder, wo ich bin und ballert wieder in meine Richtung. So, jetzt haben wir schon mal 8 Torpedos von den Verfolgern. Das ist schon mal nice. Ich würde sagen, wir machen den jetzt fertig und flüchten wieder durch den Exit.
Ja, 40 Sekunden. Wieder jede Menge Zeit. Wir können auf der Map gucken. Dieser grüne, ne, dieser grüne Quadrat symbolisiert das Exit. Boah, fuck. Oh mein Gott, mein Schild ist seine. Alter Schwede, ey, gerade so geschafft. Leck mich am Arsch, ey. Ja, manchmal sind so Fallen aufgebaut, dass wenn man kurz vorm Exit ist und in der letzten Sekunde flüchten möchte, warten ein paar Bots auf einem. Und das ist natürlich sehr unangenehm, vor allen Dingen, wenn man so wenig Schild hat wie ich. Das ist gar nicht nice.